Ende Mai 2023. Ausschreitungen im Kosovo. Verletzte Soldaten, Brandsätze. Die Gewalt richtet sich auch gegen die NATO-geführte Friedenstruppe vor Ort. Doch wieso ist die NATO überhaupt in dem Gebiet und wo hat der Konflikt seine Ursprünge? Das Kosovo wird nach Ende des Zweiten Weltkriegs als eine Region Serbiens mit autonomen Rechten in Jugoslawien eingegliedert. Unter anderem auf Bestreben dieses Mannes, Ministerpräsident Josip Broz Tito. Während Serbien in der Autonomie eine Schwächung des Staates sieht und das Gebiet für sich beansprucht, streben Teile der mehrheitlich aus sogenannten Kosovo-Albanern bestehenden Bevölkerung die Unabhängigkeit von Serbien als eine eigenständige Nation an. Um diesen Konflikt dreht es sich bis heute. Jahrzehntelang schwelt der Streit, spitzt sich in den 1980er Jahren vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise zu. 1990 kommt es zum Eklat. Slobodan Milosevic, damaliger serbischer Präsident, übernimmt gewaltsam die Kontrolle über das Kosovo, führt eine Zwangsverwaltung ein und schafft die Autonomie so de facto ab. Da befindet sich Jugoslawien schon auf dem Weg in den Zerfall. Die ganze Region wird politisch instabil. Währenddessen bilden Separatisten innerhalb des Kosovo einen Schattenstaat. Ihr militanter Arm, die UCK, die sogenannte Befreiungsarmee des Kosovo. 1998 kommt es zu schweren bewaffneten Auseinandersetzungen. Der Kosovo-Krieg beginnt. Frühjahr 1998. Serbische Scharfschützen und Polizisten gehen in Deckung. Seit Wochen wird gekämpft im Kosovo. Die jugoslawische Armee und serbische Ordnungskräfte rücken gegen die UCK vor. Der Konflikt wird immer blutiger. Tausende Menschen sterben, über eine halbe Million fliehen. Nach zahlreichen Berichten über Kriegsverbrechen der Serben gegen Zivilisten greift die NATO im März 1999 in den Konflikt ein. Mit Luftunterstützung für die Kosovaren. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission unter einer rot-grünen Regierung. Wir können, bitte. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. 1,5 Stunden zuvor sind im italienischen Piacenza die ersten 4 deutschen Tornados in Richtung Jugoslawien gestartet. Die erste Welle der NATO-Bomben richtet sich gegen militärische Einrichtungen wie Flugabwehrstellungen, Munitionsfabriken und Luftwaffenstützpunkte in Serbien, aber auch in Montenegro und der Kosovo-Hauptstadt Pristina. Der NATO-Eingriff wirkt. Knapp 3 Monate später endet der Krieg. Jugoslawien, das nur noch aus Serbien und Montenegro besteht, zieht aus dem Kosovo ab. Über 13.500 Menschen sterben oder gelten als vermisst. Die Region liegt in Trümmern. Kosovo wird ein Protektorat, gehört seither offiziell zu Serbien, wird aber von der UNO verwaltet. Und bis heute sind KFOR-Truppen der NATO vor Ort. Doch der Frieden ist instabil. Die Gewalt flammt immer wieder auf, wie hier 2004. 2008 reicht es dann den Kosovaren. Ihr Premierminister verkündet: So viele Männer und Frauen haben große Opfer für eine bessere Zukunft des Kosovo gebracht. Wir, die Anführer unserer Nation, die auf demokratische Weise gewählt wurden, erklären hiermit das Kosovo für unabhängig und demokratisch. Die Kosovo-Albaner feiern. 117 Staaten erkennen die Unabhängigkeit mittlerweile an. Russland, China und Serbien unter anderem nicht. Womit wir wieder im Hier und Jetzt sind. Ausgang der momentanen Eskalation sind Bürgermeisterwahlen im Nordkosovo, wo großteils ethnische Serben leben. Sie fordern Autonomie und weigern sich, mit den neuen kosovo-albanischen Bürgermeistern zusammenzuarbeiten. Als Reaktion auf die Vorgänge versetzte der serbische Präsident Vucic das Militär in erhöhte Alarmbereitschaft. Und die NATO schickt 700 zusätzliche Soldaten in die Region.